wie gesagt, Yippie, wir müssen jetzt erst wieder warten, bis der Herr hier vorbeikommt. Das könnte noch ein bisschen dauern. La 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 la. Er kommt aber gleich wieder. Da hinten läuft er, das dauert jetzt noch ein bisschen. Alles in Ordnung mit dir? Ich bin ein Geist dieses Landes, Manny. Kein Seeteufel. Lass dich nicht hängen, Manu. La 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 la. Jetzt müssen wir hier noch rumstehen und warten. Wir haben auch sonst nichts Besseres zu tun. Mann, Mann, Mann. Ich weiß noch, ich muss mir die Lampe greifen und ihn dann zur Glottis ziehen. Der Glottis, der Namen hat den dann, glaube ich, immer hochgenommen. La 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 la. Unter dem Meer, dim, 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 tief unter dem Meer, dim, 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 da stehen Glottis und Manny raucht unter dem Meer im Wasser, was vollkommen unrealistisch ist. Amigo! Was? Egal. Noch mehr Überlebende? Ich bin gerade erst in einem anderen Wrack vorbeigekommen. Gott. Nun, ich will dich nicht länger aufhalten. Okay, man sieht sich. Mein kleines Licht so schön. Sie sollen es alle sehen. Mein kleines Licht so schön. Nimm dir die Lampe, Manny. Doch. Zieh ihn. Zieh ihn, Manny. Ja! Was soll ich denn damit machen? Mir nach. Ja, ihn wo bringst du mich hin? Zum Mond. Tada! Manny, ist das? Die Perle! Ich wusste, ich würde sie eines Tages finden. Okay. Ich bin reich, 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 reich. Ja, klar. Shh. Irgendetwas Komisches geht hier vor. Manny, was ist hier bloß los? Nom, nom, nom. Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht, wie uns dieses Ding ansieht. Es gefällt mir nicht, wie dieses Ding die Leute auffrisst. Vielleicht. So, ich gehe mal kurz hier so die Ecke, ne? Ich gehe da nicht runter, solange mich dieses Monster anstarrt. So? So, jetzt gehen wir hier mal lang. Na, komm mal mit. Komm mal mit. Hey! Tja. Loslassen! Hey, wohin läufst du? Du kannst mich hier doch nicht allein lassen! Komm zurück! Ist aber auch irgendwie gemein, ne, jetzt? Der Arm. Er kommt zurück. Ja klar, der Kraken bedient die Maschinen natürlich. Immer dieser Realismus. Juppie. Es geht wohl in Richtung Süden. Glottis hat Spaß. Aber am Rand der Welt, da ist doch nichts. Nur der Rand. Ja, herzlich willkommen am Rand der Welt. Wir sind doch in der Scheibenwelt. Oh Gott, was geschieht hier? Nicht. Unter dem Meer. Tada! Und weiter geht es. Yippie! Also, wo sind wir gelandet? Am Ende der Welt. Ja, da sind wir gelandet. Also doch in der Scheibenwelt. So, wir gehen erstmal zur Tür. Hallo? Was muss man hier nochmal machen? Glottis, ich werde mich reinschleichen und Menschen suchen. Und wenn der Krake zurückkommt, während du weg bist? Piek's ihm ins Auge und klau sein U-Boot. Blöder Krake.
Erinnert mich ein bisschen an Bioshock hier. Das Ganze. Wo gehen wir denn lang? Zuerst hier hin. Hallo? Was ist das? Ja, klar. Leer. Abgeschlossen. Ja, offensichtlich. Wenn du hier die Fenster aufmachst, dann... Matche? Manny, was tust du denn hier? Ich wollte mich erkundigen, wie deine Reise verläuft, Engelchen. Ich bin schließlich deine Reiseberater. Übrigens, danke für den Champagner. Das Ding war ein echter Volltreffer. Es war eine Falle von Domino. Er hat mich als Köder benutzt. Ich wollte dich nur warnen. Du solltest nicht wie ich als Gefangener enden. Gefangen? Und wo ist die Zelle? Oder teilst du dir die Pritsche mit dem Wärter? Wenn du mir das zutraust, warum bist du dann hergekommen? Weil er hierher gehört, ganz einfach. Als mein Angestellter. Ich wusste, dass du irgendwann kommen würdest. Manuel Calavera hängt sich immer an Siegerteam, nicht wahr, Manny? Und genau deswegen ist er jetzt hier. Ich werde hier ganz schnell verschwinden und all die Leute mitnehmen. Manny, es führt kein Weg von dieser Insel. Ich fürchte, du wirst dir mein Seminar für Abteilungsleiter antun müssen. Ich brauche einen Nachfolger. Ich will zurück in die Stadt, wo das Leben pulsiert. Sorry, Manny, aber ich konnte nicht länger warten. Meine Haut wurde schon ganz schrumpelig. Den brauche ich nicht. Lass Glottis in Ruhe! Glottis! Nein! Glottis! Dafür stampfe ich dich in Grund und Boden, Cabron. Später. Erst zeige ich dir mal dein neues Büro, ja? Nein! Verdammt. Oh nein. Vorsicht, Bibi! Der neue Boss ist aufgewacht. Autsch. Die Angelitos! Lass Angelitos! Na toll. Ihr habt übrigens gerade gesehen, was mit all den Leuten passiert ist, die eigentlich die Nummer 9 Tickets verdient hätten, aber sie nicht bekommen haben. Die müssen nämlich jetzt hier arbeiten. Für Domino. Diese Korruption! Diese korrupte Korruption! Da werde ich sauer. Keine Schublade. Aber ein Aschenbecher. Naja, so ist das hier. Hola, Angelitos! Ich beiße sie! Ich schwör's bei Gott! Bitte hör auf, Leute zu beißen, Poxy! Deswegen hat man uns doch überhaupt erst in den Käfig gesteckt. Warum wollt ihr mich beißen? Beißt mich und ich verklage eure Eltern. Ich heiße Manny Calavera und ihr? Ich heiße Manny Calavera. Und ihr? Mr. Hurley hat uns von Ihnen erzählt. Sie sind der, der Matchy reingelegt hat. Arme Matchy. Ich hab Matchy reingelegt? Ich habe niemanden reingelegt. Mr. Hurley sagt, er sei für Matchy zuständig gewesen. Aber Sie hätten ihm den Fall geklaut. Ist das wahr? Mal sehen, ob ich euch die ganze Sache erklären kann. Seht ihr, es war mein Job, neu eingetroffenen Seelen Reisepakete zu verkaufen. Nachdem ich genügend davon verkauft hätte, wäre für mich der Weg aus dem Land der Toten frei gewesen. Tja, leider steckte ich in einer tiefen Flaute und brauchte dringend einen dicken Auftrag. Sie sind ein böser Mann. Geh weg, böser Mann. Ja, geh weg. Mitch ist meine Freundin. Ihr könnt sie ja fragen. Sie hat schon von Ihnen erzählt. Immer wenn sie von Ihnen spricht, guckt sie ganz traurig. Egal, was genau Sie ihr angetan haben, Sie werden es doch bereuen. Hallo? Was macht ihr in diesem Käfig? Glühbirnen. Schauen Sie, wir arbeiten schon so schnell es geht. Warum lassen Sie uns nicht einfach in Frieden? Glühbirnen? Die armen Kinder. Ja, jetzt auch noch Kinderarbeit oder was? Also dieser Domino... Der muss ganz dringend auch mal ein paar auf die 12 kriegen, jawohl. Hört zu, Kinder. Ich bin hier, um euch zu helfen. Hier drin ist doch kaum Platz genug für 2. Ihre Hände sind zu groß, um Glühbirnen zu machen. Ich bin hier, um euch zu helfen, aus dem Käfig zu fliehen. Das können Sie nicht tun. Wir müssen doch hier bleiben und auf Matchy aufpassen. Sie wäre bestimmt sehr traurig, so ganz allein. Wissen Sie, manchmal hören wir sie weinen. Na toll. Meine Hände sind nicht zu groß, um Glühbirnen zu machen. Warum helfen Sie uns dann nicht?
Ich gehöre zur Seefahrergewerkschaft. Wir sind keine Fabrikarbeiter. Das klingt komisch. Was meint er damit? Er meint, er will uns nicht helfen, weil er fies und gemein ist. Ja, ja. Kinderlogik. Wir sind ja so süß. Oh, die will ich gleich mitnehmen und unter meine Fittiche packen. Ich habe einfach nicht so winziges Werkzeug. Das ist alles. Hier, nehmen Sie meinen Hammer. Vielleicht sollte ich euch erst übers Knie legen, bevor ich euch unter meine Fittiche nehme.